Heute habe ich einen Gast als Gesprächspartner, der auch Video macht. Ich würde nicht sagen Videoproduzent, aber er macht sehr gute Videos, sehr tolle Videos. Es ist der Urs Schadek von Zürich. Urs, stell dich doch mal schnell selber vor. Ja, mein Name ist Urs Schadek. Ich bin verheiratet seit über 30 Jahren mit einer Philippinen und einer Familie. Und habe vorher also bei der Airline, nationalen Airline, geschafft als Flugzeugelektroniker. Als Flugzeugelektroniker, ich muss mir da vorstellen, hast du da Cockpit gewartet oder was hast du da gemacht? Ja, ich habe über 30 Jahre in der Line Maintenance geschafft, wo die Flüger kommen und gehen. Einfach die Reparaturen und die kleineren Checks, wenn sie über Nacht gestanden sind oder so, aber hauptsächlich Line Maintenance. Und schauen, dass die Flüge wieder in die Luft kommen. Stressig gesehen? Ja, das ist. Wie das am Flughafen ist, gell? Wenn man das nicht mehr verleiht, dann ist man im falschen Ort. Weil da kommt über jede Minute Verspätung, muss man Rechenschaft ablegen, warum hätte man es nicht können umgehen, anders machen. Aber es macht es auch interessant auf okay. Die andere Seite. Ja, das ist klar. Interessant und verantwortungsvoll nehme ich an, oder? Ja, eben da. Für alles muss man unterschreiben. Ich habe auch praktisch alle Lizenzen gehabt, die man haben konnte, um dann auch am Schluss den Flüger wieder in die Luft zu bringen. Das hat nicht jeder. Aber geflogen selber bist du nicht? Nein. Wir haben einfach in der Ausbildung Kurs gehabt, auf dem Simulator. Und wir mussten von den Zusammenhängen her einfach alles. Und dort sind wir immer geflogen, aber nicht jetzt richtig. Ah, spannend, ja. Gut. Wie bist du eigentlich zur Videografie gekommen? Ich habe zuerst fotografiert, also nicht extrem, aber einfach das Fotografieren hat mich fasziniert. Und zu einer Zeit, wo Filmkameras noch grösser waren. Und wo es noch Film gab, hatte ich auch. Oder? Und wo es noch Film gab. Ja. Aber auch nachher, dann, wo die ersten anderen elektronischen Filmkamera gekommen sind, war einfach alles gross und schwer. Und ich bin beim Reisen unterwegs gewesen, zum Fotografieren, und darum ist das nie in Frage gekommen früher. Hast du ja die Fotos bearbeitet? Ja, nicht gross, nein. Also es wäre nie für dich eine Option gewesen, Fotograf zu werden mit Ausstellungen und nein, so weiter? Nein. Ich habe für mich fotografiert. Und auch das Video ist jetzt für mich, ich habe keine Ambitionen, um da irgendwie an die grosse Öffentlichkeit zu gehen. Ja, aber doch, immerhin, machst du tolle Filme. Ich habe dich ja mal kennengelernt an einem Wettbewerb und der hat mich sehr beeindruckt. Was für Art von Video machst du eigentlich? Machst du ein Reisevideo oder machst du Porträt oder ich weiß nicht, was machst du eigentlich für Videos? Ja, nur Reisevideos. Weil ich habe Zeit nicht, um jetzt das als noch weiter noch andere Sachen zu betreiben in der Videografie. Aber wenn ich in die Ferien gehe, habe ich immer meine Kamera dabei. Und dann gibt es Abmachungen von der Frau und von mir, dass ich zwischendrin einmal wieder selber gehen kann. Weil das interessiert die Frau nicht gross. Dann meistens eben ein bisschen ungewöhnliche Sachen. Sonst. Und wenn sie immer muss warten muss, sind klar. Beide nicht happy. Wenn ich ja, das ist das Übel, das ist ganz klar. Oder? Ja. Der eine interessiert und der andere weniger interessiert. Genau. Aber du machst nicht Video im herkömmlichen Sinn, wie das so Millionen andere machen in Ferien, sondern du machst ein bisschen extrem. Du hast ein bisschen außerhalb der Norm. Was machst du da speziell? Ja, mich juckt halt immer ein bisschen. Ich bin neugierig von Grund auf, von klein auf schon. Ist mir das immer wieder gesagt worden von den Eltern, dass ich vom Weg ab bin und wollte wissen, was ist hinter dem Hügel oder im Wald innen oder und das ist irgendwie, ich habe es zwar nicht von den Eltern, das haben sie beide nicht gehabt, aber die Neugier, ich glaube, gesunde Neugier, aber das ist das, was mich ein bisschen wegbringt vom Ungewöhnlichen. Gut, also Neugier. Also wir sehen jetzt da ein paar Bilder von dir, wie du da in eine Höhle rein bist. Das ist schon nicht normal. Also ich würde jetzt nicht hier nochmal in eine Höhle reingehen. Und wie du da mit der Philippine auch dich unterhaltest.
hat es eigentlich nie Probleme gegeben mit den Leuten selber, dass sie gesagt haben, wir wollen das nicht oder sonst mit Behörden irgendwie Probleme gegeben? Also mit Behörden überhaupt nie. Ja. Aber ich habe dort auch gewusst, wo die Grenzen sind, weil es gibt gewisse Sachen, die man einfach nicht darf. Und dort halte ich mich dran, weil ich weiss, wenn man im Ausland Probleme bekommt, dann kann es manchmal auch ausarten und ist nicht absehbar, wie es weitergeht. Aber sonst mit Leuten eigentlich nie. Oder sonst sind es Einzelne gewesen, die einfach gesagt haben, ich will nicht auf den Film. Und dann habe ich das auch akzeptiert. Wo hast du das genau gesehen, wo du da in der Höhle drin gesehen bist? Das ist auf den Philippinen, auf der südlichsten Insel, Mindanao. Es ist bekannt, auch Entführungen sind dort unten, aber das ist, begrenzt sich auf nur den südlichen Teil dieser Insel. Die Insel ist gross und auch dorthin würde ich nicht mehr, also vor 30 Jahren bin ich mal dort, aber würde ich jetzt auch nicht mehr das Risiko eingehen. Gehen wir noch mal kurz zurück. Bevor du eigentlich mit dem Flieger anfängst zu arbeiten, glaube ich, hast du in Afrika gelebt, oder? Ja, ich habe 3 Jahre in Südafrika gearbeitet und von dort aus Reisen gemacht, für mich einfach privat. Und das hat mich, der Kontinent hat eine Faszination bis zum heutigen Tag für mich, obwohl ich schon lange nicht mehr war. Aber dort habe ich das Reisen eigentlich kennengelernt. Was hast du gemacht in Südafrika geschafft? Ich habe auf dem Beruf geschafft. Elektriker habe ich ganz früher noch mal gelernt. Mhm. Und bin als Elektriker für eine deutsche Firma dort angestellt gewesen. Und nach dieser Zeit, nach diesen 3 Jahren, habe ich mich auf den Weg gemacht, durch den ganzen Kontinent zu reisen. Zuerst haben wir eigentlich mit einem Kollegen, Arbeitskollegen, wollen gehen. Der hatte einen Arbeitsunfall gehabt und das Auto, Vierradantrieb, mussten wir verkaufen, weil er nicht reisen konnte. Er hat sich verbrannt, Kurzschluss gemacht. Und da bin ich allein mit dem Rucksack an die Straße gestanden und bin 2,5 Jahre durch Afrika gereist. Wow, das ist ja hart, so in Afrika, wenn man allein dort steht. Ja, ich habe nicht gewusst, wie lange das geht. Ich habe mich einfach mal auf den Weg gemacht und dann hat sich das ergeben, aber sehr, sehr interessant gewesen. Okay. Und dort gut, bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen, genau, von den ungewöhnlichen Sachen auch. Genau, ja. Hast du eigentlich jetzt auch wieder etwas im Ghetto, irgendetwas Spezielles in Sachen Video? Ja, ich habe immer wieder ein bisschen etwas im Kopf. Oder ja, das nehme ich an, dass du irgendetwas wieder getroffen hast, aber was? Im Moment bin ich am Verarbeiten von Videomaterial, auch wieder von Mindanao, von den Philippinen. Das ist im Wald draussen, tun sie Holz auf eine ungewöhnliche Art und Weise, wo sie Arbeitsvorschriften ein bisschen anders interpretieren. Von der Sicherheit her gehen sie mit Barfuß, mit Motorsägen um und mit Töpfen. Wenn sie das Holz auf die Hauptstrasse, vom Wald auf die Hauptstrasse raus transportieren oder auch mit Ochsen. Und dort habe ich jetzt Ochsen auch, ja. Und dann bringen sie die Baumstämme bis an die Hauptstrasse rausbringen, ja, wo sie dann mit den Lastwagen dann weiter. Woher geht das Holz denn? Zum Schluss? In Verarbeitungen. Dort in den Philippinen verschaffen sie selber, oder? Ja. Geht nicht ins Ausland oder so? Also. Ja, das wüsste ich nicht genau. Aber der grösste Teil wird sicher im Land verarbeitet. Wenn tust du denn eigentlich das ganze Material schneiden? Ja, das ist ein anderes Problem. Wenn es schön Wetter ist, sitze ich nicht ins Haus rein. Ich habe einen Bastelraum, so quasi einen halben Keller. Und das ist über das Winterhalbjahr, wo ich das dann mache. Das heisst also, im Winter ist der Urs eher daheim als im Sommer? Eher, ja. Also wir gehen auch dieses Jahr jetzt wieder oder nächsten Winter wieder auf die Philippinen. Das ist schon auch immer im Winterhalbjahr. Aber sonst bin ich generell ja eher draußen, wenn es schön ist, und drinnen, wenn es zum Schneiden, wenn es kühler ist.
Wann können wir das nächste Video von dir erwarten? Ja, das Bildmaterial habe ich eigentlich bei einem Ende. Jetzt geht es ums Vertonen, noch Kommentar. Ende, also im Winter, jetzt anfangs nächstes Jahr, anfangs 19. Eben, wieder etwas Außergewöhnliches, also die Holzverarbeitung, ja, ja, das kommt dann dran. Ja. Und das wirst du dann wieder in verschiedenen Wettbewerben zeigen, damit wir auch etwas davon haben und können schauen davon. Dazu wünsche ich dir alles Gute aus, gut klingen und viel Spaß beim Schneiden. Und ich hoffe, dass wir den Film auch wirklich sehen. Und sage dir mal Dankeschön für das kurze Gespräch. Euch, liebe Zuschauer, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören. Und sollten Sie Interesse haben an meinem Kanal, so wäre es nett, wenn Sie das Abonnement machen auf YouTube. Dankeschön. Los, merci fürs Gespräch. Danke.